Na, wo stehen wir aktuell an den Märkten? Es ist schon ein bisschen crazy zu sehen, wie es da gerade vorgeht nach dem Notenbank-Hindernislauf, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Wir hatten die Fed gestern, wir hatten die Bank of Japan heute Morgen und wir hatten die Bank of England heute. Eigentlich überall nicht wirklich Neuigkeiten. Die Zinsen sind natürlich unverändert geblieben. Um den Nullpunkt bei der BOE, also Bank of England, war es leicht immer noch oberhalb und bei der japanischen Notenbank leicht unterhalb. Und die Fed war ja gestern schon dran und gab es auch jetzt nicht wirklich eigentlich eine Veränderung. Aber zumindest mal gab es das Thema Notenbank und die Spekulation darüber, wie geht das weiter. Und wir haben ja schon gehört, langfristig bleibt es wohl bei niedrigen Zinsen, keine Änderung dort. Und da scheinen sich die Notenbanker aktuell wohl relativ einig zu sein. Ist das ein gutes Zeichen? Ja, eigentlich sollte das als eine Art Stimulus ja gelten, aber der Markt hat es nicht wirklich so aufgefasst. Bis jetzt zumindest mal war das Jüngste, was wir gesehen haben, ja dann doch eher negativ. Sogar recht deutlich, wenn wir uns das mal angucken hier, der Dow Jones beispielsweise, wenn wir gucken von gestern Abend 21 Uhr hier von der Hochseite, sehr zügig, sehr deutlich nach unten gelaufen. Eigentlich wunderschön. Eigentlich ist das sogar schon der erste tolle Anfang. Na, kann man das so positiv formulieren? Ja, ich lasse es mal so. Nämlich hier für eine Bewegung, wir erinnern uns, scharfe Abwärtsbewegung und jetzt irgendwie sowas in der Richtung. Wir haben es doch schon fast auf der Zunge. Der Markt, wenn wir uns dieses Teilstück hier hinten mal ein bisschen genauer angucken, das ist das, was wir hier hatten. Und jetzt sowas wäre natürlich herzallerliebst. Das hätte den perfekten korrektiven Touch, eine Dreiwelligkeit. Es dürfte auch noch mal einmal mehr sein. Das wäre ebenfalls noch mal denkbar. Aber irgendwie sowas in dieser Richtung ist eben klassisch, ist typisch und würde uns dann die Möglichkeit bieten, dann jeweils unter dem letzten Zwischentief. Und wenn das hier nicht stattfindet, wäre das, wie hier eingezeichnet, eine Möglichkeit, die Short-Position einzunehmen. Wenn der Kurs hier doch noch mal einmal mehr, ja, dann haben wir ja noch ein neues Zwischentief. Also letztes Hoch, vorletztes Hoch, das Tief dazwischen, das eben zu nutzen. Also wir sehen, die Chancen, dass es noch weiter nach unten geht, sie passen ja in das große Bild, was wir hier mehrmals angesprochen haben und die Überlegungen, die wir hier jetzt rausgelesen haben. Es ist zumindest mal denkbar. Allerdings wichtig, eine unumgängliche Bedingung, um Klarheit hier zu schaffen, ist, dass die Seite tatsächlich eben schwach ist und nicht jetzt als nächsten Zug dann sowas macht und dann aber pff, wird da auch nicht unten getriggert. Das ist dann völlig unkritisch. Und dann könnte man dann hoffen, dass man hier auf der Aufwärtsseite, so ähnlich wie man das hier hat, zwischendurch mal wackelige Abwärtsbewegungen hat, die man dann auf der Long-Seite wieder nutzen kann. Welche Seite jetzt kommt, da kann man vielleicht nur raten. Auffällig ist allerdings, dass noch zumindest mal hier die Unterseite einigermaßen stabil hier steigend ist beim Dow Jones. Also ebenfalls nochmal eine witzige Geschichte, dass das bei den Indizes sehr unterschiedlich ist. Der S&P, ja, auch noch steigend und der Nasdaq, wenn wir hier genau hingucken, falls es mir noch gelingt, das zu zeichnen, da ist es schon eigentlich genau die andere Seite. Also da sind wir auf der anderen, auf der Abwärtsseite jetzt hier unterwegs. Also wir sehen, dass das Bild hier nicht ganz identisch ist. Die Quintessenz, die sich daraus ableiten lässt, ist allerdings grob die gleiche. Also das muss nicht steigend sein, auch die Tiefs, die müssen hier nicht steigend sein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber nochmal eine Kleinigkeit, die ich ganz gerne ja immer wieder referiere und sage, vorsichtig, nicht beim Ausbruch sofort in Rage geraten. Guck mal, wir hatten hier einen Ausbruch gegenüber dem, was macht der Kurs, dreht um. Jetzt hatten wir hier einen Ausbruch, was macht der Kurs, dreht wieder um. Ich weiß, viele nutzen immer die exakten Hochpunkte, um dann da reinzukommen, aber das ist nicht unbedingt so sinnvoll. Es ist häufig viel sinnvoller, dann erstmal diese Bewegung abzuwarten, insbesondere dann zu gucken, ob diese korrektiv oder impulsiv eben ist. Analog wäre das Bild beim Nasdaq jetzt entsprechend diese Richtung jetzt hier, um zu sehen, okay, kriegen wir da so eine ABC mit Erwartungshaltung hier der Fortsetzung. Das wäre durchaus dann eine typische Kiste und würde uns dann in die weitere Abwärtsseite ja dann bestätigen, wenn wir dann das Zwischentief dann hier entsprechend dann rausholen. Also es ist eigentlich gar nicht so schwer, der Markt muss es halt nur tun. Wird er es machen? Ja, das wird die Zukunft zeigen. Wir als Händler sind halt nur vorbereitet, wenn dann so eine Bewegung kommt, daran dann eben hoffentlich teilzunehmen und solche Bewegungen entsprechend dann mitzunehmen. Wir können doch mal einmal auf den Euro gucken, denn der hat eigentlich, wenn ich das richtig im Kopf hatte, eben gerade war es der Euro, ich bin mir schon gar nicht mehr ganz sicher, eine Bewegung gesehen, die ich gerne noch gezeigt hätte. Aber wenn man ehrlich ist, jetzt im Nahkampfbereich ist das hier eigentlich genau das Gleiche. Also wir sehen, dass wir hier ebenfalls diese Bewegungsrichtung nach oben jetzt relativ scharf haben. Also
eine Chance, dass wir jetzt im kürzeren Bild, das ist jetzt mal im 15-Minuten-Chart, vielleicht gleich sogar nochmal hier eine Rückwärtsbewegung in dieser Form für den Nachmittag auf der Long-Seite nutzen können. Also deshalb als Tipp, schaut euch das mal an und erinnert euch, wir hatten da mehrmals schon drüber gesprochen, so eine erste hoch, eine zweite runter, eine dritte hoch, eine vierte runter und dann die, ja, ihr erinnert euch, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, wer jetzt sagt, habe ich noch nie gesehen, gucken beim DAX an, das hatten wir hier, als wir 1, 2, 3, 4 und hier hinten wackelig. Das haben wir hier im Großen. 1, 2, 3, 4 und jetzt hier hinten wackelig. Das sind so diese ganz klassischen Bewegungsrichtungen. Wir haben das, oh, können wir ruhig beim Euro gegen US-Dollar bleiben. Hier in der Aufwärtsbewegung, die wir hier haben. Ich bleibe jetzt nicht mehr beim, naja, wenn, dann müssen wir schon einigermaßen richtig machen. Jetzt habe ich noch den falschen rausgelöscht, soll uns aber nicht besonders stören. Aber wir sehen, dass wir hier hinten eben, nachdem wir hier so hochgelaufen sind, eben auch wieder so laufen. Wir sehen, dieses Verhaltensmuster ist nicht untypisch und würde eigentlich sehr gerne dafür sprechen, dass jetzt die Aufwärtsbewegung zu Ende ist und durch so irgendeine ABC-mäßige oder eben Korrektur, so wie man das hier eben gesehen hat, dann eben abgelöst wird. Also, dass der Kurs zumindest erstmal nach unten geht. Das wäre sehr typisch. Also Euro gegen US-Dollar steht das vielleicht jetzt im kürzerfristigen Chart sogar noch bevor. Also, damit ihr das heute Nachmittag aber auch selber noch ein bisschen mitverfolgen könnt, überlasse ich euch jetzt das Feld, drücke euch die Daumen, dass ihr da die richtigen Entscheidungen findet. Wer mehr Ideen will, wer mehr Ideen braucht, um wo reinsteigen, wie rausgehen, wie handeln wir mit der Situation, der meldet sich für den kostenfreien Trade des Tages an. Da gebe ich ja immer ganz konkrete Handelsmarken für einzelne Trading-Ideen durch. Das können mal Aktien, das können mal Währungen, mal die Indizes sein, mal im kurzfristigen Bild, nur mal für ein paar Minuten, aber auch möglicherweise mal was Längerfristiges. Schaut es euch an, egal was für euch der richtige Zeitrahmen ist und übertragt das ruhig. Ihr könnt viele dieser Bilder, wenn ihr das in zwei, dreimal gesehen habt, sagen, ja, das sehe ich auch selber. Und dann könnt ihr das gegebenenfalls nachempfinden, so wie das für euch am passendsten ist. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.